Das 8. Lise Brockhoff Memorial wurde im Sportzentrum Niederösterreich ausgetragen und das neue Stadion konnte aber nicht darüber hinwegtrösten, dass das heimische Leichtathletik-Aushängeschild Beate Schrott nicht dabei war. Fertig. Die Teilnehmendenliste weist zwar internationale und österreichische Hochkaräter auf, kann aber trotzdem nicht darüber hinwegtäuschen, dass eine fehlt. Beate Schrott, die nur zum Zuschauen vor Ort ist. Ich glaube, das ist das, was kein Sportler gerne macht, dass er zuschauen muss, während die anderen rennen, obwohl man selber gern laufen würde. Also ich wäre lieber selber gern auf der Bahn. Schrott fällt wegen einer Muskelverhärtung diesmal aus und der Hürdenlauf der Damen geht ohne sie über die Bahn. Eva Wimberger wird mit 13,75 Sekunden beste Österreicherin und Vierte. Bei den Herren startet Lokalmatador Dominik Distelberger in das Duell mit Manuel Pratzak. Der Lauf ist wegen der Windverhältnisse auf die Gegengerade verlegt worden und bei optimalen Bedingungen, nämlich Rückenwind, siegt Distelberger mit 14,32. Er war ein sehr konstanter Lauf, er hat sich eigentlich gut angefühlt. Am Schluss hätte ich es ein bisschen mehr durchziehen müssen. Aber was ich so gesehen habe, muss irgendwas mit 14,30 die Zeit, ich weiß noch nicht genau, aber bin ich sehr zufrieden damit. Nicht ganz optimal läuft es auch für Gerhard Meyer, der die 60-Meter-Marke nicht knacken kann und weiter auf das Limit 62,3 hinarbeiten muss. Also nachdem ich abgeworfen habe, haben wir gedacht, ja, der wird schon über 60 sein und das wäre schon gute Leistung. Also bei dem Rückenwind, da könnte ich mir schon das Limit dann ausrechnen bei den weiteren Wettkämpfen. War es dann leider nicht ganz. Ich bin nicht so sonderlich enttäuscht. Ich bin zufrieden und schaue in Blickrichtung auf die nächsten Wettkämpfe. Benjamin Grill läuft heuer noch seiner Form hinterher, aber in St. Pölten die 100 Meter in 10,63 Sekunden. Jetzt gerade muss ich zufrieden sein, weil die letzten Wochen sehr schwer waren. Aber ich will auf jeden Fall das Limit für die Europameisterschaft in Zürich angreifen. Und da bin ich am besten Weg dazu. Ich muss nur fit werden, noch ein paar Trainings reinbekommen. Ich habe Zeit bis Ende Juli, Anfang August. Da bin ich sehr zuversichtlich dafür. Auch für Speerwerferin Elisabeth Eberl gibt es noch kein Limit für Zürich. Nur 52,89 Meter schreibt die Steirerin an. Das hat heuer immerhin schon besser geklappt. In Salzburg habe ich auch wieder über 56 Meter geworfen und danach hat das Knie wieder ein bisschen angefangen zum wehtun und dann haben wir gesagt, machen wir Wettkampfpause und es ist jetzt 3 Wochen eben her und heute beim Wettkampf war es noch immer nicht so, wie ich es erhofft habe und deswegen lässt sich auch die Leistung erklären. Die Formkurve der heimischen Athleten stimmt aber positiv und während Dominik Distelberger mit Rückenwind fast zu weit springt, lässt auch Beate Schrott hoffen. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass ich in Zürich am Start stehen werde. Aber es ist natürlich für die Vorbereitung besser, wenn man viele Starts davor gehabt hat. Und deshalb ist jetzt mein großes Ziel, dass ich schnell wieder am Start stehen kann.